Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind trägt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. So greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ihr habt eben das Intro nochmal gesehen, jetzt ist ja auch alles komplett auf Deutsch. Richtig geil, Freunde. Wir haben ja die Beta zusammengezockt und ich habe euch versprochen, wenn die finale Version kommt, machen wir das auch. Ich habe ja momentan so viele Sachen, deswegen ist das leider ein bisschen nach hinten gerutscht, aber Freunde, ich zocke mit euch jetzt. The Elder Scrolls Online. Am PC noch ein bisschen was gemacht. Wir spielen auf maximal Einstellung, ja. Ich kann euch gerne einmal zeigen. Da, wo kein Hoch ist, wo kein Ultra ist, da gibt es kein Ultra, ja. Also wundert euch nicht. Maximale Einstellung. Wir haben trotzdem locker, flockig. Unten mehr wird nicht angezeigt. 60 FPS. Läuft durchgeht, ja. So werden wir das spielen. Und ihr habt die Geschichte gehört. Wir spielen 500 irgendwas Jahre vor, ja, diesen komischen Dingern da, was sie erzählt haben. So ganz kann ich mir natürlich auch nicht merken, ganz ehrlich, ja. Aber das hier spielt ja auch noch, keine Ahnung, 1000 Jahre oder so vor den Geschehnissen von Skyrim. Die Charaktererstellung habe ich jetzt einfach mal übersprungen. Ich habe den Charakter meiner Meinung nach so, ja, so gut wie möglich genauso gemacht, wie er in der Beta war. Ja. Ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt dann nochmal zeigen. Aber gut, Freunde. Wir werden erstmal hier hingehen. Boah. Ach ja, der Prophet, genau. Das kennt ihr natürlich schon. Mein Gott, wir haben das ja... Wer sich die Beta von mir angeguckt hat, wo ich die Beta gespielt habe, der kennt die Ausschnitte natürlich. Aber ich dachte, wenn wir es jetzt komplett auf Deutsch haben, spielen wir es doch nochmal. Wollen wir mit ihm quatschen? Ganz langsam. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Okay, was geschieht hier? Wer seid ihr? Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Und doch auch so viel mehr. Ich bin sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Ich bin die Verzweiflung und die Hoffnung. Das Gespinst, das wir weben, besteht aus vielen feinen Fäden. Ihr könnt nicht darauf hoffen, seine Muster in ihrer Gänze zu erkennen. Noch nicht. Okay, und was wollt ihr von mir? Von uns? Uns? Sorry, Freunde, ich muss den Text... Ich will einfach uns sagen. Ich finde, wir spielen das zusammen. So, was wollt ihr von uns? Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten.
Ihr müsst aus dieser Zelle entkommen, euch bewaffnen und euch schützen. Sucht dann nach Lyris Titanenkind. Lyris Titanenkind? Wer ist das? Ich verstehe nicht. Okay, der Prophet macht sie jetzt so, wie es scheint. Ah, ich finde einfach, das sieht so geil aus, das Spiel. Lasst mich eure Tür öffnen. Ja, mach mal auf, Junge. Mach mal schnell, auf. Ihr müsst entkommen, bevor die Wachen zurückkehren. Ey, das Spiel ist einfach... Umschalt, um zu sprinten. Schnell. Okay, passt. Folgt ihr, Jesse. Was für ein Ding? Okay, wir versuchen abzuhauen. Haben wir alles natürlich schon mal gemacht. Für die, die es nicht... Es gibt Waffen in der Schmiede, jenseits dieser Zellen. Bewaffnet euch. Okay, machen wir. Wer die Beta nicht gesehen hat, glaubt mir, Freunde, es wird richtig geil. Die Beta haben wir bis zu einem speziellen Punkt gespielt. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, aber ich habe dann aufgehört. Ich fand den Punkt eigentlich einfach so passend. Aber wir werden dieses Spiel jetzt hier richtig rocken. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, mein Name natürlich hier im Spiel, Jadi MP. Klar, ich dachte, wir bleiben dabei. Wer Bock hat, schreibt mich an und spielt mit. So, Sack durchsuchen, was haben wir da drinnen? So, das nehmen wir natürlich. Klar, nehmen wir das. Was haben wir da drinnen? Auch nehmen. Wir müssen eigentlich alles nehmen. Froschstab. Ja gut, ein Froschstab. Ist ein Stab das Richtige für uns? Es gibt ja gar keine Schwerter mehr und so, ne? Fällt mir gerade auf. Gab es ja nicht sonst immer so Schwerter? Dachte, sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. So, wir wollen natürlich Schwert. Ist nur Einhand? Gibt es kein Zweihandschwert? Ne, scheint nicht so. Nehmen wir natürlich Schwert. Eisenschwert, nehmen. Schild, nehmen. Ja, auch nehmen. So. Zweihand gibt es ja leider nicht, wa? Schade eigentlich. Korb durchsuchen, was haben wir da? Dietrich hier, auch nehmen. Da haben wir ein Getränk, auch nehmen. Wir müssen echt alles mitnehmen am Anfang, was geht, Freunde. So, was haben wir hier? Warte, dränge dich nicht so davor, ja? Das nehmen wir auch mit. Den Froschstab, können wir den nicht auch mitnehmen? Oder geht das dann... Ja, nehmen wir auch mal mit. Inventar war, glaube ich, bei I, ne? So. Da ist unser Typ. So, was haben wir jetzt hier alles? Dietrich hier. Erstmal Schild, kann man ausrüsten. Geht das nicht auch mit Rechtsklick? Ausrüsten. Genau, so war das, Freunde. Grundlagen. Drückt linke Maustaste, um einen leichten Angriff auszuführen. Haltet linke Maustaste, um einen schweren Angriff auszuführen. Haltet rechte Maustaste, um die defensive Haltung einzunehmen und Angriffe zu blocken. Das wissen wir natürlich. Das haben wir uns gemerkt, Freunde. Das haben wir uns gemerkt. Hier, das war der schwere Angriff. Ha, so, das war der schnelle. Der leichte. Knack. Was haben wir hier denn so alles? Alter, dicke Hammer und so, aber richtig dicke Hammer. So, Flasche nehmen wir natürlich mit. Was wir mitnehmen können, haben wir. Wisst ihr, das ist alles so am Anfang ein bisschen tricky. So, okay, wir gehen weiter. Was war das? Die blutende Schmiede. Ein Feind nähert sich. Okay. Tötet ihn. Okay, dann wollen wir mal. Angriff geblockt, der ist konfus. Knack, dann kriegt er richtig aufs Dach. Komm schon. Wenn er schwere Angriffe macht, dann wird er immer so, naja, konfus quasi. Jetzt. So. Und wir machen auch mal einen schweren Angriff. Hart, Alter, niedergeprügelt. Nicht langsamer Skelett werden entzählter. Mit der Zeit wird jede nicht getroffene Entscheidung eine Entscheidung. Okay, okay. Ausrüsten. Klar. Rüstung ist gut. Gibt Schutz. Schutz können wir gebrauchen. Knochen. Irgendwo ein Exoplasma nehmen wir mit. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was wir mit den ganzen Sachen natürlich anstellen können, ja? Also verurteilt mich nicht, wenn ich jetzt hier irgendwas mache oder vielleicht auch mal was sage, was nicht ganz richtig ist. Die Beta ist ein bisschen her und ich muss mich in das Spiel... Oh, das sieht cool aus. Und ich muss mich in das Spiel natürlich auch erst wieder so reinfinden. Aber das machen wir. Aber wie gesagt, wie ich eben gesagt habe schon mal, wer das Spiel hat, mitspielen möchte, mit mir zusammen, auch dieses Let's Play fortführen möchte, oder... Schreibt mich an, auf Facebook, überall, wo ihr wollt, in-game. Ich freue mich über eine Gruppe. So, dann machen wir weiter. Die blutende Schmiede, Tür öffnen. Okay. Wir sind auf dem richtigen Noch Weg. Ein Feind versperrt den Weg vor uns. Okay. Tötet ihn schnell. Alter, der macht schweren Angriff. Komm, den kloppen wir mal mit harten Angriff. Spaß. Okay, okay, der kriegt richtig. Schwarz und weg. Oh, hallo. Geht es euch gut? Ich habe Kampfgeräusche gehört. Stufenaufstieg. Cool.
Ist das Lilith Titankind? Ja, das ist sie. Puh, Lilith, wir brauchen deine Hilfe. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Ja. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Eigentlich ist ihr gar nicht hässlich, oder? Kann man die so mal drehen, mal ein bisschen Po oder so? Nee, kann man nicht. Okay, wer seid ihr? Eine Mitgefangene. Ich heiße Lyris. Okay, Lyris Tatenkind? Mir wurde gesagt, ich soll nach euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Eine seltsame Gestalt in meiner Zelle ist in meiner Zelle erschienen, ein alter Mann in Lumen. Der Prophet? Ja. Er hat zu euch gesprochen? Was hat er gesagt? Er sagte, unser Schicksal wäre miteinander verbunden. Das klingt in der Tat nach dem Propheten. Okay. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Ich höre seine Stimme immer noch in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Ich werde euch helfen. Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Okay, ich habe eigentlich echt so... Wir haben so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Okay, wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Ja, das stimmt. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Wenn er euch gesagt hat, dass ihr nach mir suchen sollt, dann muss er dafür einen sehr guten Grund gehabt haben. Okay, okay. Was ist das hier für ein Ort? Wo sind wir? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Who the fuck ist tot? aber wie können wir denn diese Unterhaltung führen? Ja, das ist eigentlich wirklich mal eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Okay. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Okay. Wie können wir den Propheten retten? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Okay. Wenn ich tot bin, wer hat mich getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenberaubten. Okay. Dädrisch. Ja, die waren in Skyrim natürlich schon alle tot. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Ach du Scheiße. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Seid ihr auch tot? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Dann lass los. Alles klar. Was mit dem hier? Shit, den würde ich gerne looten, der hat eine geile Rüstung. Das geht leider nicht, schade eigentlich, schade. Seelenberaubter ist vor uns, okay. Der Turm der Augen. Ist auch ein geiler Name eigentlich. Wollen wir weiter. Mich fasziniert echt die Größe des Spiels mit dieser Grafik. Wir haben es geschafft. Okay. Ah, daran kann ich mich noch erinnern. Genau. Gibt es eigentlich eine Map? Ja. Gibt es noch eine Minimap? Weiß ich nicht. Ups. Oh, Alter, wir werden angegriffen. Komm, komm, komm. Durchsuchen. So, ist das unser kleiner Hopp? Das ist unser kleiner Hopp, ne? Denn ich habe Vorbestellerbonus für das Spiel und habe deswegen ein Haustier erhalten, ja? Und es scheint so, als wäre er das. So, verwildeter Beraubter.
Okay, den schnappen wir nochmal so weg, wenn ich dir nicht. So. Rang 3, Waffen mit Schild erreicht. Alles klar. Klar, das ist wie bei allen anderen, ja, Rollenspiel auch. Wenn man die Waffen benutzt, wird man automatisch mit diesen Waffen besser. Ist hier natürlich nicht anders. Läuft natürlich, machen wir. So, Alter, den schnappen wir uns mal. Ah! Die waren stark eigentlich, ne? Ja. Guck euch mal unsere Life uns an. Ach genau, und am Ende sind sie nochmal explodiert. Genau, ich erinnere mich wieder, So, wir haben aber gerade einen Gegenstand eingesammelt. Inventar, das schauen wir doch mal nach. Ausrüsten. Sehr schön. Armschiene, Schutz. Sehr, sehr gut. Oder Hände ist das. Das ist sogar schon Hände. Okay, ja, ich nenne das jetzt Armschiene so scheiße. Achso, warte mal. Was ist das hier? Hemd ist. Achso, Hemd ist Lebensberaubend. Okay, dann haben wir aber weiter. Ja, das ist. Das sind ein paar Zusatzsachen, da weiß ich selber nicht. Da müssen wir uns mal mit auseinandersetzen. Das hier hat keinen Wert. Das ist natürlich doof. Shit, darum hatte ich eigentlich weg mitgenommen. Ja, zerstören. Ja. Brauchen wir die Bomben nicht mitschleppen. Ich dachte eigentlich, wir nehmen noch die anderen Waffen mit, damit wir. Wie heißt es? Die Sachen im Nachhinein verkaufen können, aber das ist ja wohl nicht der Fall hier gerade. Hallo? Kann ich den nicht, warum kann ich den nicht looten? Ich kann den nicht looten. Okay, da ist noch so ein Typ. Komm schon, kloppt den weg, kloppt den weg, kloppt den weg. Sehr schön. Und den auch, den auch, den auch. Bad. Ein Sack. Gold, sehr schön. Ja, wo müssen wir nur hin? Vernichte einen Kalthafenwächter optional Schritte weg mit Lewis. Okay, wollen wir mal. Kommt! Die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Okay, wer sind diese Wächter, Lewis? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Okay, aber wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Scheint so. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Tja, dann los geht's. Okay, die Türme hoch. Aber ich glaube, das war hier nicht, oder? Lootende Schmiede. Nee, ach nee, von dir sind wir gekommen. Oh, Entschuldigung, Jungs. Ach ja, genau. Wartet mal. Das war einmal der Weg da und einmal der Weg da. Aber erstmal machen wir jetzt mal... Wo ist der? Da ist er. Erstmal kümmern wir uns jetzt um den hier. So, komm schon, komm schon. Was? Erledigt, Junge, erledigt. Du bist Geschichte. Warum kann ich den nicht looten? Hat der nichts gehabt, oder was? So, wir müssen nämlich hier hoch. Zephyrus, Level 2. Ein anderer Spieler, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Den weg hier. Sehr schön. So. Rang 2. Leichte Rüstung erreicht. Sehr schön. Meistens ist es ja so, dass sie nachher weniger Gewicht am tragen. Also weniger Gewicht benötigen und sowas. Man hat ja immer so ein Limit. Ja, mal gucken. Versprechen kann ich natürlich nicht. So. Also, ich glaube, man muss einfach ministrieren nichts weg. Das ging ja auch ruckzuck hier. Hallo? Looten. So, alles nehmen ist einfach immer eher. Okay, das geht natürlich einfach. Da ist das Auge. Zerstört. So, abgeschlossen. Erreiche schnell die Zelle des Propheten. Er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Okay. Alles klar. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch. Ach, das war doch der Prophet, oder nicht? Ich glaube ja, ich glaube ja. Erstmal ist der hier dran. Na, Freund. Schnell weg. Sehr schön. Hat er irgendwas? Nein, der hat nichts. Okay, den Platz haben wir erreicht. Müssen wir jetzt da hoch? Ich glaube ja. Ja, Freunde, das war der Start in unser neues Let's Play. Oder in ein, sagen wir mal, wieder aufgefrischtes, denn wir haben ja schon die Beta gespielt von The Elder Scrolls Online. Wie ich schon gesagt habe, wenn ihr wollt, einfach anschreiben, einfach zujoinen, Bescheid sagen, batz, batz,
Ihr könnt gerne mitspielen. Umso größer die Truppe, umso besser. Es werden sich auf jeden Fall noch welche finden. Das kennt man ja in solchen Spielen. Irgendwann hat man einfach ein paar Kollegen zusammen. Ansonsten, ja. Wir werden mal gucken, wie es weitergeht. Ein bisschen was haben wir ja schon geschafft. Aber wir müssen immer noch den Propheten befreien. Wie das aber wird, das habt ihr schon in der Beta gesehen. Da will ich nicht zu viel verraten. Ansonsten, schaut es euch vielleicht da an. Aber was danach kommt, Freunde, das kann ich euch versprechen. Völlig anders. Also, bleibt dran. Bis zur nächsten Folge von The Elder Scrolls Online. Mit mir, eurem Jani. Haut rein. Ciao.